Ja, hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Word 2010. Wir haben hier die Oberfläche. Hier oben sehen wir die Titelleiste. Die Datei ist noch nicht gespeichert, darum steht hier standardgemäß Dokument 1. Wenn man das Dokument dann gespeichert hat, steht hier dann entsprechend der Dateinamen. Rechts davon haben wir hier drei Schaltflächen. Die ganz linke Schaltfläche ist für das Minimieren da. Da verkleinert sich das Word und geht in die Taskleiste. Wenn man wieder draufklickt, ist es die ursprüngliche Größe, die wieder dargestellt wird. Auf die mittlere Schaltfläche kann man das Programm auf die gesamte Größe des Bildschirms vergrößern und mit dem roten X kann man das Programm schließen. Hier rechts sehen wir die Bildlaufleisten. Hier können wir das Dokument nach unten, nach oben bewegen. Hier unten haben wir einen Schieberegler für den Zoom-Faktor. Das lässt sich aber auch hier durch diese Schaltflächen ansteuern, indem man hier draufklickt. Hier unten befinden wir uns auch schon in der sogenannten Statuszeile. Hier wird zum Beispiel werden die Wörter gezählt und welche Rechtschreibprüfung hier gerade läuft und auf welcher Seite man ist. Hier links davon und auch oben von dem Schreibbereich sieht man ein Lineal. Hier kann man zum Beispiel sehen, wo der genaue Schreibbereich ist. Ich zeige mal, wenn man die Seitenränder etwas schmäler macht, dann sieht man hier, dieser graue Bereich ist jetzt etwas kleiner geworden und man kann hier schon sehr viel näher an den Rand schreiben. Ich stelle das mal wieder zurück auf Normal und schon rutscht dieser Schreibbereich wieder mehr nach innen. Hier oben haben wir das Menüband. Geordnet ist es nach der Häufigkeit der verwendeten Befehle. Das heißt, bei Start sind die Befehle zu finden, die am häufigsten verwendet werden, und dann Einfügen, Layout, das sind die Dinge, die dann etwas weniger häufig gebraucht wird. Hier oben haben wir eine Schnellstartleiste. Wenn man hier draufklickt, kann man hier noch zusätzliche Befehle hinzufügen. Man kann aber auch auf eine Schaltfläche mit einem Rechtsklick drauf gehen und sagen zur Symbolleiste für Schnellzugriff hinzufügen. Und schon ist diese Funktion hier oben verfügbar mit einem Rechtsklick drauf und wir klicken auf Entfernen, ist das wieder rückgängig gemacht und der Befehl bleibt unten aber erhalten. Jetzt kommen wir in den Hintergrundbereich, den findet man unter Datei. Im Gegensatz zum Vordergrundbereich, wo man praktisch in der Datei arbeitet, ist dieser Bereich dafür vorgesehen, mit der Datei zu arbeiten, also praktisch die Datei zu speichern, zu verschicken, zu versenden, ein PDF daraus zu erstellen oder zu drucken.